Hallo, ich bin Natascha und werde euch heute etwas über die biogenetische Grundregel erzählen und wo man sie heutzutage in der Biologie anwenden kann. 1866 stellte der deutsche Arzt und Zoologe Ernst Haeckel die Theorie auf, dass die Entwicklung einzelner Lebewesen, also die Ontogenese, in komprimierter Form die Entwicklung ihrer Vorfahren bzw. die gesamte Evolution, also die Phylogenese, nachzeichnet. Man kann sie also zusammenfassen in dem Satz: Ontogenese rekapituliert Phylogenese. Haeckel. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.